Über diesen brandheißen Tipp vom Deutschen Verbraucherschutzring möchte ich Sie informieren. Insolvenz in der Akura-Gruppe, schlechte Aussichten für Anleger, Würzburg, Erfurt. Investoren, die ihr Geld in die Würzburger Akura-Gruppe angelegt haben, müssen mit einem Totalverlust ihres Kapitals rechnen. Mitte Februar wurde sowohl für die Akura Kapitalmanagement 1 AG sowie für die Akura 2 Kapitalmanagement AG das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet. Fraglich ist zurzeit, ob genügend Vermögen des Würzburger Finanzberatungsunternehmens im Insolvenzverfahren verwertbar sein wird. Wie die Geschäftsführerin des Deutschen Verbraucherschutzrings in Erfurt, Claudia Luderstedt-Georgi, bestätigt, werden den Anlegern trotz der möglicherweise drohenden Massenlosigkeit geraten, ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anzumelden. Genussrechte, die von Anlegern erworben wurden, werden nachrangig behandelt. Im Insolvenzfall stehen die Ansprüche der Anleger somit hinter anderen Forderungen gegen die beiden Unternehmen. Schon im Oktober letzten Jahres wurde der ehemalige Geschäftsführer Dieter H. und sein damaliger Vertriebsleiter Hartmut U. wegen des Verdachts des besonderen schweren Betrugs in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Würzburg vor, Anlegergelder in zweistelliger Millionenhöhe zur Seite geschafft zu haben. Die Vertreter der Akura Kapitalmanagement 1 AG und der Akura 2 Kapitalmanagement AG hatten vorwiegend einfachen Handwerkern aus dem Würzburger Raum mit Zinsen bis zu 12% gelockt. Wie der DVS berichtet, hatten gutgläubige Menschen Bausparverträge und Lebensversicherungen gekündigt, um im Akura-Beteiligungsmodell zu investieren. Die Anleger, so der DVS weiter, hätten im Vertrauen und ohne Kenntnis über die wahren Risiken gehandelt. Die Fondsvermittler hätten den Anlegern neben den Risiken auch eindeutig klar machen müssen, dass es sich bei solchen Anlagen nicht um eine sichere Altersversorgung handelt, konstatiert die Geschäftsführerin des Deutschen Verbraucherschutzrings. Der DVS glaubt nicht, dass die redegewandten Vermittler den Interessenten die Risiken ausreichend dargestellt haben. Darum gelte es zu prüfen, ob daraus nicht schon eine Schadensersatzanpflicht entstehe. Unangenehm dürfte das drohende Insolvenzverfahren auch für den TÜV Rheinland sein. Für die Transparenz und die Produktplausibilität hatte er dem Akura 2 Genussrecht das Prädikat gut verliehen. Wie von verschiedenen Stellen aber schon im Jahre 2008 nachgewiesen wurde, war das Urteil des TÜV nicht einmal aufgrund des Prüfungsergebnisses nachvollziehbar. Diese seien nämlich schlecht ausgefallen. In 11 von insgesamt 15 Prüffeldern erzielten die Genussrechtsemissionen höchstens 50% des Erfüllungsgrades. Ein Prüfer, der in Würzburg vor Ort war, habe statt gut das Prädikat akzeptabel vorgeschlagen. Wie daraus dennoch ein Gut wurde, bleibe ein Rätsel. Der TÜV Rheinland hat sich bisher nicht dazu geäußert.